20 links, minus 40. 5 cm nach rechts, minus 2. Ja, da im Hintergrund sieht man gerade, wie meine Mitarbeiter das Grundstück abstecken mit den modernsten Geräten. Teilweise messen wir mit GPS, auf alle Fälle, aber mit Laser, mit 10.000stel Grad Genauigkeit, was die Winkelmessung betrifft, und Millimetergenauigkeit, was die Entfernungsmessung betrifft. Dieses präzise Arbeiten freut natürlich auch den Häuselbauer, ist der Geometer doch ein stetiger Begleiter, vom ersten bis zum letzten Schritt der Bautätigkeiten. Ja, es kommen oft Häuselbauer zu mir und sagen, was muss ich jetzt tun, damit ich Hausbauen anfangen kann. Das Erste ist, ein Häuselbauer braucht einmal ein Grundstück. Dazu wird eine Vermessungsurkunde erstellt und der Notar verbüchert das dann und der Häuselbauer wird sozusagen der Eigentümer. Dann geht es darum, dass wir noch eine Bauplatzerklärung erstellen müssen, eine Höhenaufnahme, die dann bei der Gemeinde eingereicht wird. Und dann müssen wir natürlich noch das Haus in das Grundstück hineinsetzen, sprich dem Baumeister sagen, wo das Haus jetzt zu errichten ist. Wir machen da sozusagen eine Schnurgerüstabsteckung. Und ganz am Ende ist dann jedes Haus, jeder Häuselbauer dazu verpflichtet, dass er sein Haus einmessen lässt und diesen Plan bei der Gemeinde einreicht. Mit dieser Vorgehensweise können etwaige Grenzabstandsprobleme mit Nachbarn und dergleichen praktisch ausgeschlossen werden. Diese Grundidee hatte im Jahr 1817 auch Kaiser Franz I. und so ließ er damals die ganze Monarchie vermessen. Die daraus entstandenen Pläne haben mehr als 200 Jahre später noch immer ihre Gültigkeit, aber auch ihre Tücken. Ja, prinzipiell liegen da zwischen diesen zwei Plänen ca. 200 Jahre und damals sind diese Katastermappen in erster Linie gezeichnet worden. Heutzutage misst man mit elektronischen Mitteln wesentlich genauer. Wir kommen heutzutage auf eine Genauigkeit von einem Zentimeter. Damals muss man mit Genauigkeiten von mehreren Metern rechnen. Mit diesem Problem kämpfen wir natürlich, wenn wir solche alten Pläne in die Natur übertragen müssen. Diese vorhandenen Ungenauigkeiten bei alten Plänen können natürlich zu Problemen führen. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sein Grundstück neu vermessen und in den Grenzkataster eintragen lassen. Der Vorteil ist einfach der, dass diese alten Pläne keine Rechtssicherheit haben. Ein neu vermessenes, in den Grenzkataster eingetragenes Grundstück hat eine Rechtsverbindlichkeit und da gibt es dann keinen Grenzstreit mehr. Und es gibt auch keine Ersitzung mehr. Das heißt, ich kann da keine Teile eines Grenzkatastergrundstückes mehr ersitzen. Christian Schartner ist bereits seit über 30 Jahren im Geschäft. Der Grund dafür ist einfach, weil die Arbeit als Geometer einfach Spaß macht. Das Schöne an dem Beruf ist, weil man sich meist in der Natur bewegt und auch die Abwechslung hat, dass man das, was man in der Natur misst, dann am Computer im Büro dann zeichnen darf und schöne Pläne erstellen darf.